Hallo Freunde, willkommen zu einem Angezockt Space Engineers. Ist schon ein bisschen älter das Spiel, hat aber Glötzchen. Ich habe es entdeckt. Ich habe es mir auch mal runtergeladen. Es ist ein wunderschöner Sonntagnachmittag. Ich wollte einfach mal reinschauen. Ich habe es kurz 10, 15 Minuten angezockt, um mal die Grundlagen der Steuerung zu verstehen. Soweit ich mich noch daran erinnere, dann habe ich es jetzt einfach mal. Ich bin in den Workshop gegangen. Ich habe einfach Mods reingeblasen, bis da Notarzt kommt. Ich habe nicht einen Hauch einer Ahnung von dem ganzen Gameplay im Fortgeschrittenen. Wie gesagt, ich weiß, wie meine Werkzeuge im Gürtel funktionieren und wie man einen Klotz baut. Und dann war es das auch schon. Ich möchte mich jetzt einfach mal hier auf ein Abenteuer einlassen und euch mitnehmen. Wie gesagt, wir schauen uns das einfach mal heute an. Ein kleines reingezockt. Wir haben das Sternensystem Custom Szenario benutzt. Das ist einfach ein leeres Sternensystem, in dem man sich hier entfalten kann. Ich habe es auf Survival gestellt. Ich habe alle möglichen NPC-Mods runtergeladen, sodass wir hier nicht alleine sind und es kreucht und fleucht. Wir werden uns jetzt einfach mal irgendeinen Planeten aussuchen, auf dem wir hier zu uns kommen. Earth-like, das klingt schon mal sehr vielversprechend. Mond, Sauerstoff 0%, schwer ist nicht mein Ding. Europa sieht sehr eisig aus. Ist die Frage, ob der Sauerstoff hat. Gibt es leider keinen Tipp dazu. Triton sieht noch kälter aus. Was das ist, wissen wir nicht. Gut, im Weltraum zu mir kommen möchte ich jetzt erstmal überhaupt nicht. Wo so ein Miner ja auch nicht verkehrt ist zu haben, ne? Im Raumanzug, ja, das ist für Hardcore-Gamer. Erde, Europa, Erde, Europa, Erde, Europa. Nehmen die Erde. Komm. Wir müssen es noch schwerer machen, als es eh schon ist. Wir fliegen. Wir stürzen ab. Mach was. Ah, okay, wir kriegen einen Fallschirm. Das ist ja schon mal nicht verkehrt. Das Ding hat Triebwerke, aber irgendwie sind die ausgeschaltet. Hallo Ingenieur, mein Name ist Goodbot. Ich bin ein KI-Lehrer. Yay, das ist schon einmal toll. Drücke F1, um auf den Hilfebildschirm zu kommen. Dann mache ich das. Okay, das ist alles externe Links. Die möchte ich jetzt natürlich nicht anschauen. Das mache ich vielleicht später mal. F, um die Kapsel zu verlassen. Es ist kalt. Da ist ein Tier. So, was haben wir denn? Wir haben hier unseren Pilotensitz. Haben wir eine Laterne? Ja. So, hier haben wir unseren O2-H2-Generator. Die Flaschen mit Sauerstoff und Wasserstoff nehmen wir an uns. Dann haben wir hier unser Survival-Kit. Das können wir jetzt gleich mit Material füttern. Batterie. Ich habe doch irgendwie auch noch was in meinem. Ah ja, genau, ich habe was in meinem Pilotensitz. So, Ersatzwerkzeuge haben wir. Eine Waffe ist okay. Munition ist okay. Essen und Trinken ist auch nicht schlecht. Ich habe mal eine Essen und Trinken-Mod angemacht. Und als allererstes werden wir mal hier den ganzen Kladderadatsch im Raumschiff ausschalten. K. So, die Antenne. Weiß ich nicht. Batterie brauchen wir auf jeden Fall. Den Beacon, der ist aus. Landing Gear machen wir aus. Er ist ja gelandet. Den O2-Generator lassen wir an. Den Ortdetektor, den brauchen wir mit Sicherheit nicht. Einen Fallschirm brauchen wir auch nicht mehr. Den Cargo-Container lassen wir an und das Überlebend-Kit auch. Dann hält nämlich unsere Batterie durchaus ein bisschen länger. Hier sind Tiere. X. So, jetzt als allererstes müssen wir mal unsere Waffe hier in den Gürtel kriegen. I ist es nicht. G war das, glaube ich.
Werkzeugblöcke, Charakterwaffen. NMR, irgendwas hatte ich doch da. Keine Ahnung, was du bist. Du bist ein Pferd? Du bist ein Pferd, ich töte keine Pferde. Okay, so, haben wir. Jetzt, Sattler. Wir brauchen als allererstes mal einen Glotz. Den können wir nicht bauen, weil wir Stahlplatten brauchen. Um Stahlplatten herzustellen, müssen wir hier. Oh, mein Essen und Trinken vergammelt schon hervorragend. Müssen wir hier Steinchen reinwerfen? Warum bellen Pferde? Weil hier hinten Hunde sind. Fleisch gefunden. Irgendwie ist das sehr schwer, diese Viecher ins Target zu kriegen. Ich frage mich halt, ob ich jetzt Animal Meat essen kann. So. Öffnen Sie J, um das Helmvisier zu öffnen und zu schließen. Perfekt. Stellen Sie sicher, dass Ihr Visier zu ist. Das mache ich gerne. Wir sind aber wirklich sehr unglücklich mitten im Schnee gelandet. Wir bohren jetzt einfach mal. Ich habe mir eine Mod installiert, die automatisch die Sachen, die wir bohren, aufliest. Weil ansonsten fallen da die ganzen Steinchen immer runter und du musst die dann einzeln aufsammeln, das ist mir zu doof. Deswegen gibt es da so eine Mod, die macht hier in Gedanken ein kleines Gravitationsfeld um den Bohrerkopf und packt das Zeug automatisch ins Inventar. So ein bisschen Komfort schadet ja nicht, dachte ich mir. So, dann haben wir hier unseren Generator. Da können wir mal das Eis reinpacken. Da kann der dann Sauerstoff und Wasserstoff mitmachen. Gucken, dass wir hier durch die Eisschicht mal kommen, dass wir ans Gestein kommen, denn aus dem Stein können wir uns unsere ersten Dinge herstellen. Was ist das? Auch Eis? Wie komme ich denn mit AI war mein Inventar? Ja, ich habe 2,3 Tonnen Eis dabei. Da ist voll, dann schmeißen wir das Eis fort. Ja, das ist ein gewisser Glotzeis. Ich habe so das Problem, dass mir das Essen ausgeht, aber ich habe doch noch Sündfood. Gut, machen wir uns gleich Gedanken drum.
ich hätte so gern das Inventar mit Tab auf und zu geht. Sehr gut. Da kriegen wir unseren ersten Stein. Autsch. Stein, Survival Kit. Oh ne, das war der falsche Knopf. Ich weiß nicht, welcher er war. Und jetzt könnten wir eigentlich uns Wachen herstellen. Hey! Aber sonst geht's dir gut, ne? Wo bist du, Sackgesicht? Wo ist der jetzt hin? Was für eine Nase, jetzt ist der fort. Okay, also beim Basteln immer hier oben drauf stehen. Ich sehe dich. Verstehe ich das jetzt, wie das mit dem Zielen geht, oder verstehe ich das jetzt nicht? Wildschwein. Ich weiß halt nicht, ob wir da aus diesem Animal Meat. Da bist du. So, du nervst mich nicht mehr, Freund. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir als nächstes das hier mit dem Essen lösen. So, einmal G klicken. Was ist denn das? Eine Smelter, eine Solarkollektor. Den brauche ich jetzt überhaupt nicht. Ich brauche Essen. Daily Needs. Ein Soil Tray, Grower, nee, Water. Food. Small Food Protein Resequenzer. Oh, wo soll ich denn das Zeug hier nehmen? Ein Emergency Alu Blade, Träger. Sie benötigen Stahlplatte. Sie benötigen Stahlplatte. Sie bekommen Stahlplatte. So. Warum was? Nein, 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 das ist keine gute Idee, weil da ist die Reparatur- und Heilestation. Da möchte ich das auf gar keinen Fall haben. Andere Seite. Hier vielleicht.
F, nee, ohne F nur. So, Herstellungskomponenten, Stahlplatten. 3, 4, 5. Herstellungskomponenten, 5, 6. Ah, das wird was geben, bis wir das Essen hier beieinander haben. Ich weiß auch nicht, ob der hier Animal Meat essen tut, der Charakter. Verwenden Sie Alt-Mausrad um Abstand V. Danke, Hammer. Okay, wieder was gelernt. Ich hole mal noch eine Portion Stein. Gestein. Das brauche ich jetzt nicht zwingend. So, wir haben hier eine Möglichkeit, als allererstes mal einen Klotz zu bauen. Und da können wir dann unser erstes Werkzeug draufstellen. Ja, 100 ist übertrieben. 20 vielleicht. Können wir jetzt noch mehr? Das Survival Kit, ja, weiß ich. Wow. Hundert Gestein, warum habe ich denn jetzt so viel von diesem komischen? Gehen wir mal in die Hocke. Ich will kein Eis mitnehmen, ich möchte Steine mitnehmen, bitte. So. Ach so, solange du hier Steine knotest, kannst du keine anderen Dinger knoten. Was ist denn jetzt passiert? Ein unbekanntes Signal. Das ist sehr schön, das schauen wir uns gleich mal an. Mein Wasserstoff ist noch fast voll. So. Inventar nachschauen, Inventar leer machen. Das willst du nicht haben, das willst du nicht haben. Du willst das mit Sicherheit noch weniger haben. Gut, es wiegt aber auch nicht viel, ne? Fliegen wir mal darüber. Gucken, was wir da finden. Ich mache schon mal das Auseinanderbauwerkzeug bereit. Halt, halt, halt! Guten Tag. Dünger, Kaffee, Essen. Essen ist gut. Was ist denn das? Eine verbesserte Handbohrmaschine. Auch gut. Und jetzt nehmen wir das ganze Ding auseinander. Da ist ein Knopf.
Wir haben kein Spezialitem gefunden, mir auch recht. Aber wir kriegen hier Items zum zum Bauen. Und alles, was wir hier mitnehmen können, brauchen wir uns vorne nicht mühsam zusammen zu klabustern. Und zurück. So, jetzt stellen wir unsere erste Werkbank her. Sie benötigen Stahlbankplatte. Ich benötige Stahlplatte. So, wir brauchen mehr Stahlplatten und noch, oh Gott, Herstellungskomponenten, bis der Notarzt kommt. Ich brauche vor allen Dingen mal eine Kiste. Du bist ein Reh, du beißt normalerweise nicht. Das magst du haben. Das magst du nicht haben. Ich habe Kaffee gefunden, das finde ich ja per se erstmal nicht schlecht. Ah, warte mal, vielleicht habe ich da ja Zeug, dass ich, dass ich hier an der Essensstation verbauen kann noch. So, da haben wir doch schon mal wieder einen Teil. Herstellungskomponenten, da brauche ich 40. 30. 40. Kupferwire kann ich auch herstellen. So, ich brauche hier wirklich Herstellungskomponenten und Stahlplatten. Computer magst du keine, ne? Aber Kupferkabel. Einfache Computer magst du, fortgeschrittene Computer magst du nicht. So, jetzt kann ich ja meinen verbesserten Handbohrer nochmal einlegen hier in den Gürtel. Den verbesserten Handbohrer. So, der bohrt vielleicht schneller oder besser oder mehr. Keine Ahnung, aber verbessert klingt erstmal sympathisch. Was baust du denn eigentlich jetzt gerade? Herstellungskomponenten hast du gebaut, alles klar. Brauchen wir noch 20 Stahlplatten. Und dann haben wir unser erstes Ding gebaut. 10, 20. Gut, dann machen wir das jetzt einfach mal. Ich habe mich jetzt gerade mal wieder auf meinen... auf mein Dropship hier gerettet, da kam mir da so ein vorwitziger Hund vorbei. Keine Ahnung, wo er ist. Vermutlich kommt er wieder schneller, als mir recht ist. Da kommt er schon. Ich mach wieder alles, nur nicht treffen.
Also das optische Feedback für Treffen oder auch nicht ist, ich will es mal sagen, schwierig. Also wenn ich was im Target habe, erwarte ich eigentlich, dass es rot wird, ne? Aber na gut, das ist ja jetzt kein Action-Shooter. Und trotzdem schwierig. Einfach mal auffallen. Schadet nie. So. Da brauchten wir immer noch, es brauchten wir den Stahlplatten, ne? Guck mal, da haben wir welche. Sehr gut. Ich darf mal alles nicht reinschmeißen. So ist es aber halt. So, das Ding kann irgendwas bauen, mit Sicherheit. Oh, guck mal, was man damit bauen kann. Ist das nicht genial? Acid Power Cell, Alkaline Power Cell, Copper Wire, Elektromagnet und so weiter und so fort. Da kommen wir der Sache schon näher, ne? Ich möchte natürlich gerne. Geh, hier sind wir. So, ich möchte natürlich gerne im Idealfall mir eine Kiste bauen. Ja, doch. Werkzeugblöcke, Charakter, Aluminium, Armored, Composite, Konkret. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Förder- und Frachtblöcke, das klingt doch schon mal nicht schlecht. Großer Frachtcontainer. Metallgitter. Großer, kleiner Frachtcontainer. Transportkiste hier. Computer, Stahlrohr, Herstellungskomponente, Stahlblatt. Das kriegen wir hin. Dass ich mal mein Inventar sauber krieg, ne? Stelle ich denn sowas hin? B ändern. Platzierung an Schwerkraft ausrichten ist aktiviert. Frei aktiviert. Ich brauche Stahlplatten, um das Ding zu bauen. Naja gut, also macht Sinn. Wenn ich das jetzt da reinschiebe, ne? Da geht es rein, okay. Dann kann er nicht bauen, weil er keinen Strom hat. Ernsthaft jetzt? Braucht das Ding wirklich Strom? Okay, dann müssen wir tatsächlich uns Mühe geben, um Strom zu erzeugen. Wir machen erstmal den hier aus, den Fliegepack. Produktion. Ich frage mich gerade, Drinking Water habe ich und ich habe Sunfood. Also er müsste eigentlich Essen und Trinken von alleine zu sich nehmen können. Ich halte ihn für so clever. Kann man den hier einrasten lassen irgendwie? Hier. Das braucht ja aber auch wirklich Stahlplatten, wie nicht gescheit, ne?
kann man da nicht dran. Kann ich die da ran nageln? Sie benötigen Stahlplatte. Nee, das ist zu viel. Wenn ich hier mal so einen blöden Transportkiste habe. Die kann ich da jetzt einfach draufstellen. Ich hoffe, die funktioniert. Ich kann hier keine Rohre herstellen, ne? Das ist schwierig. Wie du es anstellst? Ich glaube, wir brauchen als allererstes mal Strom, dass wir hier die Maschine in Gang setzen können. Na, jetzt aber. Stahlplatte, Basic Computer, Copper Wire. Au. Ja, das können wir alles damit herstellen. Copper Wire. Elektromagnet. Herstellungskomponenten. Stahlplatten. Das geht sich aus. Zehn Stück. Zehn Stück. Zehn Stück. Gehen wir noch ein bisschen Steine sammeln. Ja. Oh, ich habe so viel Eisen. Und Schotter habe ich auch. Könnte ich Betonklötze herstellen? Warte mal, da gibt es doch Betonklötze. Oh, da kommt ein Signal runter. Was brauche ich denn für Beton? Konkret und Träger. Konkret habe ich nicht. Ich habe nur Schotter. Ja. Und das Inventar voll. So, das packen wir da jetzt mal in die Maschine rein. Also, dass die so hinterhältig feige sind und sofort abhauen, ne? Stahlplatten. Haben wir da jetzt reingepackt, ne? Wo ist denn jetzt hier der Anfassknopf? Meine Güte. Wie eierig. Silizium, Eisen können wir abliefern. Das geht da immer noch nicht rein.
Nickel. So, wir brauchen 7 Magnete. Und noch ganz viel Kupferwire und. Von den Päckchen, ja. Aber ich hätte ganz gern noch Kupfer. Da hast du doch Kupfer. Ach, das hast du da schon so schnell eingebaut. So schnell kann ich gar nicht gucken, ne? Okay, ich brauche noch 3 Copper-Wires und 7 Magneten. So, oh, schon geht das Windrad. Jetzt brauchen wir Stahlplatten. Ich hoffe, der kann die jetzt da unten herstellen. Das ist eine Lithium-Powerzelle. Vielleicht können wir mal gucken, ob wir eine Lithium-Batterie irgendwie zusammengeschustert kriegen, dass wir das einwerfen können, zumindest mal. Oh ja, der produziert schön schnell. Ich muss mir die Hotkeys noch irgendwie. Alu. Frachtblöcke. Ah ja, meinen Essen- und Trinken-Block, den brauche ich ja auch noch. Was willst denn du eigentlich haben? Zwei Anzeigen, ein Motor und Träger. Anzeige kannst du nicht, ne? Immer schön auf die Waffe wechseln, wenn du hier rumrührst. Anzeige, Motor und Träger. Träger kannst du nicht, Anzeigen kannst du nicht. Gut. Batterien? Och du Gott. Batterieblöcke, Acid-Batterie, Alkaline, Lithium-Batterie, Small Lithium. Ich will eine große Lithium-Batterie bauen. Okay, der kann jetzt so nicht umschalten. Da, Lithium-Batterie. Bauen wir dich doch mal dahin. Dann können wir nämlich den schweren Batterieblock, wo ist denn jetzt meine UI, den schweren Batterieblock hier verbauen. Ja, jetzt ist der natürlich aus dem Inventar draußen, so gefällt mir das. Jetzt tragen wir wesentlich weniger rum. Jetzt könnten wir eigentlich dieses runtergefallene Ding vom Himmel hier. Das ist vermutlich despawned. Nein, ist es nicht. Ich hab's aus. Noch 5 Minuten habe ich Zeit. Das ist doch hervortrefflich. So.
Flaschen sind fast voll. Geld, Kaffee, Powerkit. Naja, unvergammeltes Essen. Wo ist der Knopf? Handschuhe, klasse. Jetzt haben wir Leopardenhandschuhe und Polizistenhandschuhe. Gucken. Ja, perfekt. Und wir haben unsere Essen- und Trinkenmaschine. Oder zumindest mal die Essensmaschine. Was schmeiß ich denn da jetzt rein? Gute Frage, nächste Frage. Emergency Food, da brauche ich Schotter und Trinkwasser. Und aus Eis kann ich Wasser machen. Eis haben wir. Bitte? Eis? Schotter liegt hier auch. Ja, mir klar. Schotter? Schotter? Da, Schotter. Oh, als brauchst du jede Menge, ne? Vielleicht ein bisschen weniger Schotter. So, 1000 Schotter lang, eine Tonne. Dafür noch ein bisschen Eis. Dafür noch ein bisschen Eis. So im Großen und Ganzen. Ja, da haben wir Wasser. Ich habe auch nur 17 Wasser einstecken. So. Blöder Hund, aber auch. Wo ist denn jetzt meine Waffe? Macht mich hier völlig kirre, der Hund. Also, das haben wir gebaut. Jetzt möchte ich mir eine Kiste bauen. Für eine Kiste brauche ich... Kann man da hochhüpfen?
Für eine Kiste brauche ich Rohre. Glaube ich. Kiste. Das war unter Förder- und Aufhebeblöcke. So, Frachtcontainer. Kleiner Frachtcontainer. Transportcontainer. Stahlrohre, Herstellungskomponenten, Stahlplatten, Computer. Das könnten wir uns eigentlich leisten. Stahlplatte, das könnten wir uns eigentlich auch leisten. Simple to build, but no conveyor access. Ja, das ist ja okay. Ich brauche auch erstmal keinen conveyor access. Sie benötigen Stahlplatte, daran soll es nicht scheitern. So, Röhrchen, Herstellungskomponenten, Computer. Das können wir machen, bis auf die Röhrchen. Herstellungskomponenten. Du brauchst Kupfer in erster Linie mal. Da brauche ich keinen. Oh, Nickel, Eisen, Silizium, Kupfer. Brauchst du jetzt? Doch alles da. Kann ich von alleine umsortieren, wie es ausschaut. Ah, ja, perfekt. So, jetzt haben wir nicht mal eine Kiste, um den ganzen Schmutter hier abzulegen. Ah, da kann man teilen. So, zwei Stück reichen. Zwei. Drei wegen mir auch das. Okay, das geht. Geld können wir ablegen. Und da können wir ja noch Trinken hier reinpacken. Alles und drei zurück. Ah, jetzt kann der Essen und Trinken herstellen. Bin begeistert. So. Es wird. Und dann machen wir jetzt einfach mal einen Cut. Ich finde es sehr lustig. Schöne Sonntagbeschäftigung. Ich werde jetzt gleich noch eine zweite Folge aufnehmen. Schauen wir mal. Ich bin ja nicht unbegeistert. Es ist schon was ganz Neues, ganz was anderes. Ich hoffe, euch gefällt's. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Denkt an ein Abo, falls noch nicht geschehen. Dann bekommt ihr Infos, wenn ich neue Videos hochlade. Ansonsten schreibt eure Ideen, Fragen, Kritik, Anmerkungen, whatsoever unter den Video. Ich lese es gerne durch und antworte auch in angemessen kurzer Zeit, so wie es halt die Arbeit zulässt. Ansonsten wie immer, haltet die Ohren steif.
Schön, dass ihr reingeschaut habt. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dann, euer Zieler. Ciao, ciao.